Schlagerparadies. Ich sitze heute mit Bernhard Brink auf dem Sofa. Richtig. Viele Frauen würden mich darum beneiden. Nur weiß ich nicht. Ich freue mich aber, dass du hier bist. Dankeschön. Bernhard, du kennst ja beide Seiten, die des Künstlers und die des Moderators. Mhm. Du moderierst seit Jahren unterschiedliche Schlagersendungen im Fernsehen. Gibt es eine Position, die du lieber machst? Nee, ich möchte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich habe immer gesagt, ich liebe den Sänger und mag den Moderator. Das zeigt schon, dass ich natürlich den Sänger bevorzuge. Die gab es auch länger. Aber ich habe ja 30 Jahre Radio gemacht und mache ja jetzt immer noch die Schlager des Monats beim MDR monatlich und ein paar andere Sachen. Also insofern, wie gesagt, sind beide, auf beiden kannst du gut stehen, auf zwei Beinen. Sitzt du lieber beim Moderieren, wenn du vor der Kamera stehst bist, oder stehst du lieber? Ja, also schon der Versprecher war schon süß, weil eigentlich zum Interagieren ist aber Stehen schöner. Habe ich auch dann später mit dem Radio gerne gemacht. Am Pult mit Stehen, du bist einfach anders drauf. Das finde ich schon angenehmer eigentlich. Es sei denn, du hast wirklich eine lange Strecke oder sowas. Das kommt wirklich darauf an, was du machst. Aber grundsätzlich bin ich schon einer, der gerne eher steht dabei. Ja. Du warst aber auch schon als Schauspieler mal aktiv. Ich habe hier mal sowas gefunden. Ja, viel. Mehrfach. Ja. Das war in aller Freundschaft, war ein schöner Gastauftritt. Da bin ich natürlich Bernhard Brink gewesen, habe zur Hochzeitfeier gesungen. Dann ist die Hochzeitfeier geplatzt und ich habe trotzdem gesungen. Das war sehr nett, war ja auch bei H.P. Kerkeling mal dabei. Ich kandidiere, habe mit ihm da gesungen. Das ist die HSP, das ist die HSP, die Horst-Schlemmer-Partei. Weißt ja, weißt du Bescheid, Schätzelein und so. Das war ganz witzig und so andere Trash-Sachen mit Bülent Ceylan, genau, so ist es, unser Comedian. Ich verpiss dich, Schneewittchen. Also ich habe öfter sowas gemacht. Ich mag sowas gerne, Trash und vor allen Dingen auch so mal Crossover-Sachen. Immer gerne mehr davon? Ja, gerne. Wenn mir jemand ruft, ich antworte. Jetzt hast du ein neues Album am Start. Es heißt Lieben und Leben. Leben. Es ist erstmals mit Telamon als Label. Ja. Ich habe gehört, du hast einen Vertrag auf Lebenszeit, ist das so? Ja, der Marco Wünsch hat schon längere Zeit um mich gebuhlt, muss ich sagen. Wir kennen uns ja schon länger und ich war noch nicht ganz so bereit dafür und habe aber dann gesagt, Mensch, der hat ein Konzept. Das hat mich sehr überzeugt, weil die einfach wirklich die lieben Schlager da einfach. Was du bei großen Firmen manchmal das Gefühl hast, da stört der Schlager manchmal ein bisschen. Und die holen nicht alles raus, sage ich mal. Und bei Telamo ist es so, dass sie wirklich 100% hinter diesen Produkten stehen. Und so habe ich gesagt, das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt zu wechseln. Und das hat mir Gott sei Dank auch die Firma Electrola Universal ermöglicht. Und dann haben die gesagt, komm, sing, solange du Zeit hast. Und die haben wahrscheinlich gewusst, dass ich nicht mehr ganz so jung bin. Und sagen, Lebenszeit heißt bei Brink ja nicht mehr so unendlich. Aber wir werden noch ein paar Alben hinkriegen, da bin ich sicher. Und es ehrt mich sehr und finde das toll, dass das Angebot kam. Wir müssen uns also keine Sorgen um dich machen, falls du mal nicht mehr so erfolgreich bist. ich werde weitermachen. Der erste Schuss muss sitzen, sage ich immer. Jetzt haben wir Lieben und Leben ein wirklich tolles Album mit 15 neuen Titeln und haben auch ein paar alte Sachen ausgekramt. Von Freddie Quinn, von Peter Alexander, Ivo Robic, Karel Gott, Tanja Berg und wen haben wir noch vergessen? Monika, Uli Martin. Und die haben wir zusammengeschnitten und das kommt auch ein Album raus, ein Songbook, ein deutsches Songbook von Titeln, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und da ging mein Schlagerherz so richtig auf. Das ist einfach eine Sache, die mir echt Freude macht. Und die ist auf dem Album auch drauf, ein Medley von diesen Titeln. Und das werden wir dann noch ein bisschen steigern. Das macht mir Spaß, da freue ich mich sehr drüber. Jetzt mit dem Album hast du es wieder geschafft oder mit dem Lied wieder zum dritten Mal Airplay Charts. Platz 1? Ja, das war... Es läuft, oder? Ja, das war nicht so einfach. Ich wusste gleich, dass die Radiostationen sagen, ist nicht der Brink, den wir letzte Zeit immer gehört haben, mit 100 Millionen Volt und solchen Sachen. So ein bisschen ruhiger, aber es passt als Motto, Lieben und Leben, passt natürlich wunderbar in diese jetzige Zeit, Corona-mäßig. Und haben gesagt, bevor wieder demnächst wahrscheinlich Open Airs kommen und kleine Veranstaltungen im zweiten Halbjahr, gegen Ende des zweiten Halbjahres 2021, habe ich gedacht, passt das wunderbar. Und es hat auch hingehauen und jetzt kommen wieder ein paar Bretter, die haben wir auch in der Hinterhand. Also ich glaube, wir sind gut aufgestellt mit allen drum und dran. Insofern freue ich mich sehr über vieles, was jetzt kommen wird. Henning Verlage ist auch diesmal wieder dabei gewesen. Zwei Leute, der Henning Verlage weiterhin, kennst du auch schon, und der Felix Gauder, der ist neu aus Stuttgart und die beiden haben es toll produziert, hat mir bei beiden Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich ja singen in Berlin bei meinem alten Freund Simon Allert, aber dann haben wir gesagt, komm, ich kenne den Felix auch gar nicht persönlich und da haben wir gesagt, da fahre ich hin zum Singen und bei Henning habe ich gesagt, da sind ja auch ein Teil der Titel, habe ich beides dann da vor Ort gemacht und das war auch wunderbar so. Hört man das akustisch, also wer was produziert hat, merkt man den Unterschied der beiden Produzenten? Wenn du dich sehr gut auskennst und die Hintergründe kennst, merkt man es schon, aber es sind beide auf ihre Art natürlich sehr andere, aber perfekte Fachleute und man hört einfach, dass sie ihr Fach verstehen und es beide klasse Leute sind.
Du hast aber auch den Titan wieder dabei. Irgendwie hängt der dir dran, ne? Du bist der Schlager-Titan. Jetzt gibt es ein Herz aus Titan. Drunter geht's nicht? Haben wir, sag mal so, der Titel wurde angeboten. Das ist, was ich toll fand. Früher hatten wir zu alten Hansa-Zeiten, 70er Jahre, hatten wir einen Schreibtisch voller Bänder liegen, wo die Leute das Angebot gemacht haben, Titel für Bernhard Brink und so weiter. Das hat sich ja dann ergeben. Da hat jeder in seinem Kämmerchen hat sein Ding gemacht mit irgendwelchen Teams. Und das war natürlich jetzt alles ganz anders. Und jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit hatten wir wieder 80 oder 100 Titel im Angebot, weil Leute wissen, der Brink ist ein ganz medienaffiner Typ, der läuft dann im Fernsehen ganz gut und im Radio auch und so weiter. Und das war natürlich sehr ehrenvoll und da haben wir die Besten ausgesucht. Erstmal 25, dann 15, wie das so geht. Und da sind viele Schreiber ganz unterschiedlich. Wir haben auch ein Songwriting-Camp gemacht, habe viele Leute kennengelernt, die für einen schreiben, jung, älter, alle wunderbar. Und das fand ich ganz abenteuerlich und ganz, ganz toll. Die Bild hat dich jetzt zum Immobilien-Titan gemacht. Zu Recht? Ja, es war einfach eine Sache, die haben mich gefragt. Und ich bin natürlich durch meinen Vater, bin ich sehr immobilienaffin, weil er Architekt war. Und dadurch kenne ich mich ganz gut aus, weiß, was dazugehört zu bauen. Ich weiß, was dazugehört, wenn man was kauft und so weiter. Und da hat man mich mal gefragt, wie das so ein Privatmann wie Bernhard Brink macht und so weiter. Ja, also das ist jetzt schon sehr hochgegriffen, denn doch ja, schon der Ich bin ja kein Immobilienhändler, aber ich weiß schon, wonach man gucken muss. Hab ich damals gut aufgepasst und ich kann vielen Leuten Tipps geben, was man da machen kann. Und habe auch Geld investiert in Immobilien, weil man ja heutzutage nie weiß, wo es hingeht und wir leben ja in verrückten Zeiten. Du singst in deinen Liedern über Gefühle, du singst über gescheiterte Beziehungen, Fehler, die man macht. Kannst du auch über Gefühle reden? Ja, reden kann man über alles. Ich sage immer, ich habe von nichts eine Ahnung oder zu allem eine Meinung. Ne? Also ich hau immer bis auf die Kacke und sage auch, wenn mir der Terz danach ist, dann sage ich auch wirklich was, obwohl in der heutigen Zeit wirklich aufpassen muss, was du sagst. Du wirst ganz schnell in irgendeine Ecke geschoben. Finde ich ganz furchtbar, dass ich das in diesem Land noch erleben muss, was da alles abgeht an Denunziationen und so weiter. Das irritiert mich schon sehr, muss ich sagen. Aber du kannst dich mit deinen Liedern identifizieren oder ist das auch so ein bisschen Schauspielerei? Nein. Es ist immer zum Song, du bist als Sänger auch ein Schauspieler, logischerweise. Du hast nicht alles empfunden selber. Das sind Geschichten, die meine Beziehung kennen, also mit meiner Frau, langjährig, wirklich frei und so weiter sind. Die kennen den Bernhard Brink vom Habitus her. Und insofern ist das natürlich alles auch ein bisschen durchdacht und so weiter. Und ich meine, ich kann ja mit meinen fast jetzt 69 nicht hingehen und singe da, sie stand am Strand, 17 Jahre und himmelte mich an. Das ist doch Unsinn. Natürlich kannst du auch jungen Leuten gefallen, weil du noch ganz gut erhalten bist oder dass du einen guten Spruch drauf hast. Aber trotzdem musst du ja dem zeitgemäßen Sound und dem zeitgemäßen Texten natürlich auch für dich selber verantwortlich sein. Bernhard, ich habe auch im Pressetext gesehen, dass das Wort Wahl-Berliner wieder aufgetaucht ist. Ja. Seit wann lebst du jetzt in Berlin? Seit 72. Ich bin damals erste Hitparade, war 1972 aus Norton ein fabelhafter Kollege, Dieter Thomas Heck damals. Und da stand ich da und habe dann ein halbes Jahr später, meine Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Ich bin dann einfach nach Berlin gegangen, 500 Kilometer entfernt. Damals noch Inselstatus, also ganz schwierig. Und statt nach Münster, wo sie 60 Kilometer entfernt kontrollieren wollte, wie der Herr Student da die Wäsche und so wäscht. Und da bin ich gleich weg und der Gang war natürlich für einen kleinen Nordhorner damals ein Riesenschritt, aber für die Menschheit war es unbedeutend. Aber ich habe Berlin geil gefunden und werde meine Heimat Nordhorn niemals negieren. Das ist wunderschön, ich habe eine wunderschöne Jugend da gehabt, aber meine neue Heimat ist natürlich Berlin geworden. Also du bist kein Berliner, siehst du dich mittlerweile als Berliner? Kannst du Berliner? Ich kann, wie Plattbroten kann man Holland so, Nordhorn so, Emsland so, kann ich natürlich auch Berliner. Ich habe das nicht angenommen, war, ich glaube ja, war und so. Das habe ich nicht angenommen. Ich habe immer dieses Hochdeutsche in Niedersachsen gelernt und das kam mir beim Moderieren natürlich entgegen, dass ich immer so klare, deutsche, saubere Sprache gesprochen habe, so Niedersachsen eben. Und insofern hat mich dieser Dialekt nie behindert, aber ich verstehe die Berliner natürlich wunderbar. Findest du nicht, dass der Dialekt langsam ausstirbt? Also ich finde es bedauerlich so ein bisschen, dass er immer weniger wird. Ich glaube, dass also du erkennst die Sachsen noch, du erkennst die Bayern, ja, ganz klar, die sind so, wenn der Franz Beckenbauer spricht und so. Du erkennst das schon alles, wie das geht und Holländer, tolle, super tolle, reden alle. Ich habe auch heute wieder im Flieger gerade eine Dänin gehört, die spricht eben ganz anders Deutsch. Das ist so herrlich, wenn ein Franzose spricht, ich weiß wohl ganz genau, ich werde sehen, wird man sehen. Amerikaner, well, Amerikaner sind ganz anders drauf und so. Man, Dialekte hört man. Glaub mir, die Engländer wissen, dass du ein englisch sprechender Deutscher bist und die Amerikaner erkennen das auch. Das ist wie wir die anderen erkennen. So bin ich froh, wenn die Dialekte bleiben und man erkennt uns. Neben der Musik bist du ja auch sozial
aktiv, das heißt, du bist bei der José Carreras Leukämie-Stiftung. Ja, Arche in Berlin war das erste Projekt, wo ich Botschafter bin. Eine tolle Sache, weil ich habe nie geglaubt, dass es so viele Menschen gibt, Erwachsene, die ihre Kinder nicht mehr satt bekommen und das auch ein deutsches Problem auch ist. In Berlin sind 300.000 Kinder leiden darunter und das habe ich nie für möglich gehalten. Ich fand das dann ganz spannend und genauso natürlich, als ich von José Carreras persönlich zum Botschafter ernannt wurde für die Leukämie-Stiftung, war das mir ein Anliegen und dann meine eigene Geschichte, meinem Vater, der an Alzheimer verstorben ist, die daheim im Leben durch die Deutsche Rote Kreuz initiierte Initiative, fand ich ganz toll. Und diese drei Sachen werde ich weiter unterstützen, weil das alles sehr wichtige und der Zeit entsprechende Geschichten sind. Auf die aktuelle Sache möchte ich gerne zu sprechen kommen, das mit den Kindern in Berlin. Ja. Wie sieht da, hast du einen Überblick, wie es da im Moment aussieht? Naja, das wird nicht einfacher jetzt mit der ganzen Corona-Situation und mit der Homeschooling und so weiter. Das sind Eltern, die haben hier, wie hier im kleinen Studio, haben die ein bisschen mehr Platz und mit Kindern, das ist zum Beispiel, ich glaube schon, dass da einige verzweifelt sind und dass da Gewalt, natürlich Ausbrüche auch in der Familie vorkommen, weil man viel zu eng aufeinander hockt. Mhm. Und du weißt selber, Menschen, die sich nur aufeinander hocken, das ist viel Explosivität drin. Und insofern gibt es da wirklich große Probleme. Und ich hoffe, dass jetzt mit dem Sommer, mit der Durchimpfung, dass wir wirklich auch die Chance haben, dass die Leute wieder raus können, endlich die Terrassen wieder voll sind, mit Abstand, mit Mundschutz von mir aus, mit Heizstrahlenlüftung, was man alles machen kann, dass das passiert. Und ich bin da optimistisch, weil wir werden durchimpft. Wir werden bald, glaube ich, eine bessere Zeit erleben. Kannst du denn mit den anderen beiden Stiftungen aktuell irgendwas machen oder ist das alles im Moment auch ausgebremst? Im Moment ist alles ausgebremst. Es ist alles da, wo Menschen sind, wo mehrere Menschen sind, ist alles auf Null gestellt. Veranstaltungen, ich kann meine Sendung beim MDR machen, weil die eh ohne Publikum konzipiert war. Aber alles wurde mit Schiffsreisen hier, die wir ja auch mit dem Schlagerparadies zusammen machen wollen, alles verschoben vom letzten Jahr. Stadtfest Saarbrücken, zweite Mal verschoben, weil es jetzt im Juli schon wäre. Keiner weiß, was im Juli ist. Jetzt gehen mit ihren Inzidenzen hin und her. Also es ist immer was Neues. Und ich glaube, dass das erst wirklich zur Beruhigung kommt im Spätsommer. Dann wissen alle einigermaßen Bescheid. Dann sind wir so, die Herdenimmunität kommt dann, die Durchimpfung sozusagen, kommen diese großen Begriffe zum Tragen. Und insofern muss ich sagen, glaube ich erst wirklich, dass wir planen können noch für den Spätsommer ein paar Open Airs, sage ich mal, kleinere Veranstaltungen im vierten Quartal 2021. Und das große Ganze wird in 2022 stattfinden. Jetzt hast du ein neues Album am Start. Ja, das kommt in diesem Jahr noch. 28. Mai. Genau. Ich singe bis zum Loch, ohne, atemlos. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen Gerne. Hast und wünsche dir viel Erfolg damit und auch mit deinen sozialen Projekten. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Schlager.